Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Sonico und ich mache mal wieder ein paar Einsteiger-Videos. In meinem letzten Video haben wir ja ein bisschen über die Einstellungen und über das Piratenmenü etwas gelernt. Ich finde, dass es schon wichtig ist, bevor man sich mit dem Game so grundsätzlich beschäftigt, hier sich seine Einstellungen ein bisschen zu individualisieren und auch einfach mal zu wissen, hey, was passiert denn, wenn ich dies und dies verändere? Und nun legen wir wirklich mal mit der Welt von Sea of Thieves los und wie versprochen beginnen wir heute mal mit einer Sightseeing-Tour über einen Außenposten. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Außenposten, an denen ihr spawnen könnt. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus, sind unterschiedlich groß. Manchmal muss man auch zur Taverne hoch auf den Berg. Oder es gibt Port Merrick, was sehr, sehr verwinkelt ist, fast aussieht wie eine kleine Festung. Da lohnt es sich gerade am Anfang, sich die Outposts ein bisschen genauer anzuschauen. Und gerade auch da, wo die Fässer sind, wo die Händler sind, wo die Botschafter sind. Am Ende des Tages ist es immer gleich. Also ihr findet immer eine Taverne, ihr findet immer dieselben Händler, ihr findet immer dieselben Botschafter auf einem Außenposten. Nur sie sind halt teilweise etwas versteckt oder der Außenposten sieht halt einfach ein bisschen anders aus. So, jetzt beginnen wir schon mal mit dem Wichtigsten für ein Piratenleben und zwar in der Taverne. Hier gibt es einmal die gute Frau Tanja, die ihr ein bisschen ansprechen könnt, die euch ein bisschen was erzählt und vor allem könnt ihr ihr euren Rum auffüllen. Könnt ihr aber natürlich auch auf eurem Schiff machen. Ansonsten ist hier eine bisschen heimliche Atmosphäre. Was ihr bei jedem Außenposten immer tun solltet, ihr solltet immer schauen, es gibt immer mal so Sachen zum Anklicken, Bilder. Das gibt teilweise überall immer Achievements, die man sich halt angucken sollte. Hier zum Beispiel kann man wieder was untersuchen. Dann kriegt man da auch wieder für ein Achievement für, um was es ja im Endeffekt in Sea of Thieves geht. Es geht um die Achievements und es geht am Ende des Tages ja um das Outfit des Piraten. Hier gibt es zum Beispiel ein Glitterbeard-Journal, was man sich durchlesen kann. Also es lohnt immer, manchmal kann man auch hier eins der Bücher lesen. Hier oben drüber kann man mal gucken. Also wenn ihr noch zum ersten Mal auf einem Außenposten seid, wo ihr noch nie wart, schaut euch in der Taverne und auf dem Außenposten, da liegen nämlich auch ganz gerne mal Bücher und versteckte Hinweise rum, dass ihr die auf jeden Fall überall immer mitnehmt. Ja, dann stehen natürlich auf allen Außenposten hier die Fässer, aus denen ihr verschiedene Sachen looten könnt. Hier ist wohl gerade jemand gespawnt und hat den Außenposten ein bisschen leer gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe gerade schon mal ein bisschen gelootet. Und zwar seht ihr so ungefähr, was man so auf den Außenposten alles finden kann. Also auf jeden Fall könnt ihr Kanonenkugel finden und davon könnt ihr halt maximal 10 im Inventar haben. Dann könnt ihr sogenannte Special Balls finden. Da gibt es Giftkugeln, es gibt eine Ankerkugel, dass das gegnerische Schiff geankert wird. Es gibt Segelhochkugel, es gibt eine Humpelkugel, es gibt eine Ballastkugel, dass das Schiff quasi schwerer wird. Gerade gegen eine Galeone, wenn sie Löcher hat, sehr, sehr wichtig. Kann man natürlich einsetzen. Und davon kann man halt von allen Sachen immer 5 haben. Hier zum Beispiel die Donnerbomben und die Brandbomben teilen sich halt einen Slot mit 5. Das heißt, man kann entweder oder halt 5 oder halt gemischt haben. Chainshots habe ich leider nur 4 gefunden, aber davon könnt ihr auch nur 5 tragen. Und genauso ist es beim Essen. Also das Essen teilt sich diesen Fünferplatz auf. Und genauso Holz sind halt auch nur 5 möglich. Ansonsten könnt ihr noch Feuerwerk in den Fässern finden und ihr könnt noch Ekel finden zum Angeln, wobei man das mittlerweile auch alles kaufen kann. Also das sind so Dinge, die man jetzt nicht unbedingt mitnehmen muss. Und für das Essen würde ich nochmal einen separaten kurzen Slot machen, um euch einfach mal zu erklären, was es sinnvoll ist, was zu essen und wann es eventuell sinnvoll zu essen. Aber ich sage euch gleich schon, Bananen ist eigentlich das, was man am wenigsten essen sollte, außer der Lebensbalken fehlt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Fitzel. Dann kann man damit schnell mal eine Banane auffüllen, bevor man eine Ananas isst oder Granatapfel oder am besten noch Bufffood wie gebratenes Fleisch, was einem noch zusätzliche Lebenspunkte gewährt, weil wenn ihr dann hier unten auf meinen Lebensbalken schaut, da um den Totenkopf außenrum ist es noch grau. Wenn ich jetzt gebratenes Essen essen würde, würde der nach und nach sich noch komplett auffüllen auf grün. Und davon würde dann, wenn ihr außerhalb eines Kampfes seid, nach und nach euer Leben quasi ohne dass ihr was esst, wieder aufgeladen werden. Ja, was findet ihr noch in der Taverne? Also ihr findet hier auch auf jeden Fall mal den mysteriösen Fremden, der euch dann später auch zum Piratenlegende macht, den ihr dann ansprechen müsst, wenn ihr bei 3 der Hauptfraktionen, der 4 Hauptfraktionen Level 50 seid, dann könnt ihr bei ihm hier Piratenlegende werden. Wichtig ist einfach hierbei, dass ihr nicht nur 50 seid bei einer der 3 Hauptfraktionen, sondern dass ihr auch dort die Level kauft.
Ja, das heißt, das sollte man nicht vergessen. Das passiert manchmal, dass jemand hier steht und sich denkt, ich bin doch bei Händler, Goldhorder und Seelenorden 50. Warum macht er mich denn nicht zu Piratenlegende? Nein, macht er nicht, weil du dir die Level wahrscheinlich nicht gekauft hast. Das sehen wir gleich, wenn wir mal einen der Händler ansprechen. Dann könnt ihr hier die erste Tall Tale starten, der 9er Reihe vom Schleierbann. Da ist es ja so, wenn ihr bei eurem Piratenlogbuch reingeht und bei Ansehen, dann seht ihr ja ganz vorne die Seemannsgarren und dann seht ihr, okay, welche Seemannsgarren gibt es denn überhaupt? Einmal die Jungfernfahrt, ja, da habe ich ja im ersten Video was zugesagt, da habe ich auch ein komplettes Video dazu gemacht mit allen Erfolgen. Dann habt ihr aktuell Monkey Island, da gibt es halt aktuell nur eins, das habe ich noch nicht mal gemacht. Dann gibt es die Captain Jack Sparrow, also Pirates Live-Geschichten. Und die müsst ihr halt das erste machen, bevor ihr das zweite machen dürft und so weiter. Das geht dann bis hier zum fünften. Und genauso ist es hier unten, Schleierbann, dann der verwunschene Schurke. Und da müsst ihr halt die nacheinander machen, dann werden die auch freigeschalten, damit ihr die auch machen dürft, bis zum 9., bis Shores of Gold. Und die hier unten sind unabhängig davon, die könnt ihr jederzeit machen. Und merkt euch diese Symbole, weil diese Symbole tauchen auf der Map auf. Und da seht ihr, wo ihr diese Tall Tales quasi beginnen könnt. Habt ihr irgendwo einen Fortschritt noch nicht, ist da auch ein Schloss davor, das heißt, ah, okay, da fehlt wahrscheinlich eins. Und am Endeffekt müsst ihr es nur abschließen, aber um einen kompletten Tall Tale Erfolg zu haben, zum Beispiel, müsst ihr es halt fünfmal machen. Ihr müsst alle Bücher finden. Ja, also das heißt, ihr müsst alle Aufgaben machen, die hier so stehen. Findet alle Notizen zum Beispiel. Das habe ich halt noch nicht gefunden. Und dann bekommt ihr hier, also einmal, das habe ich schon bekommen, weil ich es nur abgeschlossen habe. Und das bekommt man dann halt zum Beispiel, wenn man alle die Erfolge gemacht hat. Aber man muss es halt jedes Tall Tale fünfmal machen und dabei halt verschiedene Aufgaben lösen. Ja, zum Beispiel eins von fünf habe ich abgeschlossen. Ja, aber ich müsste halt die Bücher noch finden und es müsste fünfmal abschließen, ja, damit ich diese Sachen bekomme. So, dann habt ihr einmal den Tisch für die Piratenlegenden. Hier links würde man den Hourglass, also den PvP-Modus, upvoten. Das würde ich aber, wie gesagt, auch nochmal in einem separaten Video machen. Und hier drüben, wenn ihr dann Piratenlegende seid, könnt ihr euch im Piraten-Hideout eine Flagge kaufen, die ihr hier quasi anvoten könnt und damit dann Erfahrungspunkte sammeln könnt, somit ihr A mehr EP bekommt und B mehr Gold für eure abgegebenen Schätze. Hier ist es so, dass das bei jeder Fraktion so ist, dass es 1 bis 5 gibt und bei 5 wird der normale Loot halt mal 2,5 genommen. Und dann zwischendrin gibt es verschiedene Schritte, aber das kann ich euch gerne unten im Video nochmal verlinken, wie viel ihr bei welcher Flagge an zusätzlichen Botschafterwert und an Gold und halt an Reputation bekommt. Hier, wenn ihr Piratenlegende werdet, dann könnt ihr in jedem Outpost einfach hier, das sieht man hier so ein bisschen an den Steinen markiert, irgendein Instrument rausholen. Das Lied wird automatisch gewählt und dann würde sich für euch der Piraten-Hideout öffnen für die Legenden und da unten könnt ihr dann auch natürlich spezielle Outfits noch kaufen, Schiffskins kaufen für Gold. Da unten könnt ihr dann, wie gesagt, die Flagge kaufen, ihr könnt Athena Fahrten kaufen. Also das geht dann nur da unten in den Piraten-Hideout, wenn ihr halt Piratenlegende seid. So, ansonsten war es das schon mit der Taverne. Ihr spawnt normalerweise, wenn ihr den ersten Menüpunkt nehmt, hier an den Tisch mit so einer Animation und taucht dann halt hier irgendwo auf. So, jetzt raus in den Außenposten. Dann habt ihr einmal hier gleich die Miss Larina, die euch ein bisschen was erzählen kann über die aktuelle Truhe des Glücks und wo die zu finden ist. Das ist ein Achievement. Und dann kann man bei ihr halt verschiedene Dinge kaufen. Ja, so eine Sea Haven Fahrt oder so. Aber für diese speziellen Münzen halt. Und was man am Anfang ganz gut machen kann, ist, wenn man diese Münzen sammelt, man kann sich einmal im Monat ein Level kaufen. Was sich jetzt im unteren Bereich, sagen wir mal bis Level 30, jetzt noch nicht so lohnt, weil die macht ihr eigentlich relativ schnell. Aber dann später, wenn ihr vor allem diese separaten Münzen habt, dann kann man sich ja jeden Monat halt von jeder Fraktion ein Level kaufen, bis man halt in jeder Fraktion Level 50 ist. Und ihr könnt halt hier euch noch Emotes kaufen. Und man kann hier die Legende Versunkene Königreiche noch kaufen, wenn man den Erfolg dazu hat, den ich leider, glaube ich, noch nicht komplett gemacht habe. Und ansonsten kommt man hier gerne mal raus, wenn eine neue Season ist oder wenn ein neues Update ist, dann hat die irgendeinen Auftrag für einen, wo dann eventuell eine neue Mission startet. Dann sagt sie immer, dass sie irgendwas für einen hat, aber das leider jedes Mal. Aber dann kann man sie hier ansprechen. So, dieser Außenposten, wie gesagt, ist ein bisschen sehr, sehr short gemacht. Also hier ist wirklich alles sehr nah beieinander. Ihr habt hier einmal die Goldhorder, ihr habt hier unten einmal den Waffenhändler, wo ihr halt
reingehen könnt und für Gold Sachen kaufen könnt. Das habt ihr auch für die Klamotten und für die Instrumente und so weiter. Ja, könnt ihr hier kaufen. Und ihr seht schon hier, ah, okay, da ist ein Schloss dahinter. Das heißt, hierfür müsst ihr irgendein Achievement machen, um diese Waffe kaufen zu können. Ja, also darum geht es halt auch so ein bisschen, wenn man eine Waffe sieht, wo man sagt, boah, die hätte ich gerne, dann steht darunter, ah, okay, was muss ich denn dafür machen, damit ich die freigeschalten bekomme und die mir kaufen kann. Ihr habt dann natürlich vor jedem Laden, ob Klamotten oder hier jetzt Waffen, hier draußen so einen Schrank, wo ihr dann auch gleich eure Waffe ausrüsten könnt. Hierzu ist natürlich schon wichtig, ihr habt nur einen Skin. Also es macht nicht mehr Schaden, wenn ein Schwert größer aussieht oder eine Plunder aussieht. Es geht wirklich hier nur um den Skin. Und da ist euch halt freigestellt, ihr habt immer zwei Waffen auszurüsten. Welche Waffenkombination nehmt ihr denn? Das ist so eigentlich die Standardkombination, wo man so am Anfang ein bisschen anfängt, weil die gerade gegen Skelette und so weiter, PvE ist das Schwert eigentlich relativ gut, weil es halt nicht nachgeladen werden muss und man so ein bisschen reinkommt. Bei den Waffen seht ihr schon, ich habe unten 5 Schuss und dann muss es halt nachgeladen werden. Ihr habt eine Munitionskiste, immer eine unendliche Munitionskiste auf dem Schiff. Ansonsten lassen die Skelette auch ab und zu mal Munitionsbeutel fallen. Und manchmal findet man auf den Inseln, gerade auf den größeren, auch immer irgendwo eine Nachladetruhe. Da muss man sich halt auf den Inseln auch ein bisschen umgucken. Dann findet man das auch. Ja, und hier seht ihr schon, okay, hier ist der nächste Laden. Und diese Truhen habt ihr aber auch alle auf eurem Schiff. Also ihr müsst das nicht hier dann kaufen und hier gleich ausrüsten. Ihr habt auch diese Waffentruhe, die Kleidertruhe, die Tiertruhe. Also alles habt ihr immer auch auf eurem Schiff. Dann haben wir hier oben einmal den Seelenorden. Das Zelt sieht immer so aus. Da ist die gute Dame drin, die gerne Schädel hätte. Und auch hier hinten ist wieder der Tisch, wo ihr eine Flagge anvoten könnt. Ihr seht auch auf den Tischen, hier sind zum Beispiel auf dem Surfer sind jetzt 2 Goldhorder. Das würdet ihr auch in jedem Außenposten sehen. Wenn ich jetzt anvote, zack, kommt ein drittes Schiffchen mit dazu. Das heißt, es sind 3 Leute, die mit einer sogenannten Emissary Flag fahren. Das sind, wie gesagt, die Flaggen, die man hochleveln kann. Das sieht man jetzt auch oben auf meinem Schiff. Die ist Level 1 und man sieht es hinten dran auch Level 1 und die kann man dann durch verschiedene Fahrten, aber das würde ich dann bei den Botschaftern Videos, ich mache dann jetzt dann nochmal Videos zu jeder einzelnen Botschaftereinheit, dann nochmal separat erklären, also im Endeffekt mit jeden Schätzen, die ihr findet, zu dir passend zu den Goldhordern levelt sich diese Flagge und dadurch ändert sich halt bei Abgabe des Loots die Reputation und auch das, was ihr halt an Gold bekommt. Und bei Level 5 bekommt ihr halt bei jeder Fraktion eine spezielle Fahrt oder eine spezielle Fähigkeit, wie bei den Reapern zum Beispiel. Aber wie gesagt, das würde ich in den separaten Videos nochmal machen. Ihr findet, wie gesagt, hier zum Beispiel über dem Seelenorden ist immer der Online-Shop. Also hier könnt ihr in den Piratenbasar online gehen. Wenn ihr es verpasst habt, vor dem Einloggen da reinzugehen, könnt ihr da oben drüber noch reingehen. Dann findet ihr hier auch nochmal einen Ausrüstungsgegenstand. Was immer gleich aussieht, ist der Pier, bis auf Port Merrick, aber auch da sind die gleichen Händler angesiedelt. Also da habt ihr immer den Händlerbund und ihr habt immer die Schiffsfrau, wo ihr euer Schiff auch reparieren lassen könnt, wo ihr hier vorne dran die Truhe habt, um euren Skin von eurem Schiff anzupassen. Und da gibt es die Möglichkeit, es für die eine Fahrt zu machen oder ihr sagt, nee, ich will dieses für immer speichern, dann ist euer Schiff, wenn ihr reinkommt, immer mit diesem Skin ausgerüstet. Oder ihr habt halt diese Dekorationen hier, die ihr mit eurem Schiff die Standard-Deko verändert. Ja, bei manchen Schiffen, natürlich bei einer Galley könnt ihr mehr verändern als bei einer Sloop. Deswegen gibt es halt hier manche Sachen auch nicht und ihr könnt manche Sachen auch nicht kaufen, ja, weil einfach dafür die Sloop einfach zu klein ist. Ja. Und das könnt ihr auch alles hier bei ihr zum Teil kaufen. Also ihr könnt einfach ihr Angebot durchstöbern, Schiffsanpassung, Schmuckstücke und so weiter und könnt die Sachen kaufen. Und da ist es genauso wie bei den Waffen. Es gibt natürlich Sachen, die ihr nicht kaufen könnt, weil ihr den Erfolg halt noch nicht habt. Mal gucken, wird bestimmt irgendwann, normalerweise sollte bei mir da auch noch irgendwo was kommen. Und da könnt ihr dann Steuerräder, Skin kaufen und Flaggen. Genau, hier hinten zum Beispiel. Ja, hier seht ihr, ah, okay, da muss ich den Erfolg noch machen, um das überhaupt kaufen zu dürfen. Ja, genauso ist es bei der Schiffsdekoration. Da ist es genauso gehandhabt, dass da natürlich auch Sachen gibt, die hier unten zum Beispiel gesperrt sind, weil man den speziellen Erfolg dafür halt einfach noch nicht gemacht hat. Ansonsten könnt ihr bei ihr hier dann noch die Angebote durchstöbern, aber nur mit einem Captainschiff. Ansonsten wird das hier nicht auftauchen. Zum Captainschiff, wie gesagt, würde ich nochmal ein separates Video machen. Und die zukünftigen Videos werden auch shorter. Nur gerade so ein Einführungsvideo ist halt immer mal ein bisschen länger.
Dann kannst du hier noch was über die Schiffskapitän erzählen lassen. Und hier unten kann man sein Schiff, was man aber auch im Startbildschirm rein hypothetisch machen könnte, macht aber, also ich habe das noch nie gemacht, kann man sagen, okay, wenn mein Schiff Schaden genommen hat durch im letzten Spiel oder irgendwas durch PvP oder ich bin irgendwo aufgefahren und ich will, dass es wieder wie neu aussieht, dann kann man es hier bei ihr einmal reparieren lassen. Was bei den Händlern, wo ich jetzt mal außerhalb der Fraktion noch kurz drauf eingehen möchte, ist, dass ihr hier unten einmal die Möglichkeit habt, Ressourcen zu kaufen. Das ist jetzt unabhängig von der Händlerfraktion an sich. Und zwar könnt ihr hier eine Kanonenkugelkiste kaufen, ihr könnt eine Obstkiste kaufen, toll, mit 50 Bananen würde ich jetzt mal überlegen, ob man das unbedingt machen muss. Ihr könnt eine Lagerkiste kaufen, mit der könnt ihr einfach an die Fässer rangehen, könnt alles rauslooten, also die Lagerkiste nimmt alles. Ja, man kann natürlich einen Teil, schmeißt man am besten wieder zurück ins Fass, wie diese Ekel und Feuerwerk. Am Anfang kann man das natürlich mitnehmen, das Feuerwerk ist ja ganz lustig. Gibt auch ein paar Achievements, Feuerwerk abzuschießen. Ja, aber auf Dauer wird es halt wahrscheinlich irgendwann ein bisschen langweilig. Dann könnt ihr hier ein bisschen Holz kaufen, 50 Stück. Und ihr könnt hier hinten zum Angeln halt Köder kaufen, die ihr natürlich hier auch aus den Fässern bekommt, aber hier natürlich auch eine komplette Kiste kaufen könnt. Ansonsten würde ich den Rest des Handelsbunds dann in dem Video halt machen, wenn ich über den Handelsbund das mache. Dann habt ihr auch immer die Fraktion der Reaper mit dabei. Das ist ja die vierte Fraktion, weil Athena zählt nicht zu den Piratenlegenden Fraktionen, weil ihr die ja dann erst leveln könnt, wenn ihr Piratenlegende seid. Ihr macht zwar vorher vielleicht hier und da schon ein bisschen Erfahrung, aber es zählt nicht zu Piratenlegenden-Fraktionen, weil ihr da auch nur Level 30 werden könnt. Und auch die Fischer-Fraktion, die zwar Level 50 werden kann, zählt auch nicht dazu. Was ihr hier machen könnt, ist, wenn ihr euch die Flagge am Reapers-Hideout geholt habt, könnt ihr die hier aufvoten und ihr könnt hier auch die PvP-Fraktion wieder abvoten. Das könnt ihr an jedem Außenposten. Manchmal ist der Reaper ein bisschen versteckter, ja, manchmal ist er direkt unten am Strand. Also den muss man vielleicht ein bisschen suchen, aber man erkennt ihn eigentlich ganz gut auch immer an dem Outfit und an dem Skelett oben drüber. Und bei dem Skelett hier oben drüber könntet ihr Flaggen, wenn ihr jetzt ein anderes Schiff versenkt habt oder eine Flagge hier gefunden habt, weil sich ein Schiff versenkt hat und die Flagge liegt da noch rum, könnt ihr die einfach hier bei dem Skelett verkaufen. Ihr könnt auch bei den mysteriösen fremden Flaggen verkaufen, aber das dann eher in der PvP-Fraktion. Wenn ihr halt dann als Athena fahrt in der PvP-Fraktion, dann könnt ihr dort auch die Flaggen verkaufen, die ihr halt von den Reapern quasi erbeutet habt. Ja, genau, dann hier hinten und deswegen lohnt es sich halt immer ein bisschen umzuschauen. Hier stehen halt auch wieder Fässer rum, die man looten kann. Am Anfang, wie gesagt, würde ich halt sagen, lootet per Hand. Ja, und bringt immer mal ein bisschen was aufs Schiff und fahrt dann los, weil am Anfang findet man immer, man findet Lagerkisten und alle anderen Kisten, Munitionskisten und so weiter, findet man auch immer an den Inseln mal am Strand. Und da man am Anfang beim PvE jetzt nicht die Mega, ja, Subs, braucht, würde ich immer empfehlen, sich das Geld am Anfang zu sparen und A, die Flaggen zu kaufen und B, auch die, irgendwann sich das Kapitänsschiff halt zu kaufen, wäre wichtiger, als sich da so eine Lagerkiste zu kaufen. Die hier hinten findet ihr auch an jedem Außenposten. Das ist aber halt dann fürs Captain-Schiff wichtig. Und das, wie gesagt, würde ich dann im Video vom Captain-Schiff dann noch zusätzlich erwähnen, wie da, was man da mit denen machen kann und was da das Spezielle davon ist. Ja, ansonsten gibt es halt noch die verschiedenen Außenposten, die würde ich euch jetzt auf der Map noch kurz zeigen. Und dann bin ich, glaube ich, mit dem Außenposten soweit schon fertig. Und zwar, gehen wir ein bisschen näher ran, bin ich jetzt hier unten auf Plunder gespawnt. Das ist ein Außenposten. Ihr könnt dann hier oben bei Port Merrick spawnen. Ihr könntet auch bei Sanctuary spawnen. Dann könnt ihr hier bei Dagger Tooth spawnen. Ihr könnt bei Galleon Grave spawnen. Und hier unten noch bei Ancient Spire. Dann habt ihr hier Außenposten Morris Peak. Hier könnt ihr nicht spawnen. Ja, das ist der einzigste Außenposten, auf dem ihr nicht spawnen könnt. Das ist in der sogenannten Vulkanebene, also wo auch Vulkane ausbrechen und so weiter, wo man bisher aufpassen muss. Hier in diesem Gebiet, die Quests unterscheiden sich auch. Die haben dann so einen roten Rand und sind so ein bisschen angebrannt. Die kann man dann in diesem Bereich hier machen. Bringen auch mehr EP, mehr Gold und so weiter. Aber natürlich durch die Vulkane, die überall ausbrechen, die Geysire auf den Inseln, ist es hier natürlich auch ein bisschen schwieriger zu leveln. Und es gibt inoffiziell ja noch einen Außenposten. Das ist das Schnitterversteck. Also das sind die Reaper. Das heißt, wenn ihr für Reaper fahrt,
A, müsst ihr euch hier zum ersten Mal die Flagge kaufen bei denen, um die aufvoten zu können. Und den Loot für die Reaper könnt ihr auch nur hier verkaufen. Ja, die könnt ihr nicht an irgendeinem Außenposten verkaufen. Ihr könnt nur die Fahnen am Außenposten bei den Skeletten verkaufen. Wenn ihr für die Reaper Loot verkaufen wollt, dann nur hier. Das gilt zum Beispiel, weil ich sie gerade sehe. Es gibt zwei verschiedene sogenannte Reaper-Chests, eine goldene und eine rote. Die könnt ihr auch nur hier verkaufen. Aber achtet drauf, wenn ihr die drauf habt, genauso wie die Reaper-Flagge, das würde ich aber dann nochmal bei den Reapern sagen, seid ihr für alle Personen auf dem Server sichtbar. Das heißt, ihr fahrt halt mit dieser Truhe hier rum. Ja, das heißt, man sieht zwar nicht, welches Schiff das ist, aber man sieht, dass die Truhe auf einem Schiff ist und dass die sich halt bewegt. Diese Truhen spawnen random auf den Surfern und könnt ihr halt hier abgeben. Auch das ist aktuell ein Achievement, 30 Stück abzugeben, um sich von dem aktuellen Schiffset quasi zu freizuschalten, um das Schloss wegzumachen, dass man das kaufen kann. Ja, es gibt noch die Möglichkeit, dass ihr hier Reaper-Chests seht auf dem Fort of the Dam. Das ist ein Event, was ihr selber starten könnt, aber auch das würde ich separat nochmal machen. Und da spawnen in dem quasi in der Schatzkammer auch immer zwei verschiedene Truhen, also entweder zwei goldene oder zwei rote und so weiter, die ihr dann auch inklusive dem Loot dann hier hinbringen könnt und es dort verkaufen könnt. Aber immer wichtig, guckt, dass ihr wisst, dass ihr dadurch, genauso wie wenn ihr die Reaper-Flagge aufwählt, nee, war gerade, glaube ich, keiner auf dem Surfer, dann würde man euch auch sehen, dass ihr Reaper seid und da, wo ihr seid. Also das sieht man dann hier auf der Karte auf jeden Fall. Die andere Fraktion, von der ich noch gesagt habe, das sind die Fraktion der Fischer. Ja, da gibt es diese Außenposten hier überall. Da könnt ihr die Fische und die Juwelen abgeben, solange ihr kein Captainschiff seid. Also jetzt habe ich zu viele von den Dingern gemacht. Ja, und dort ist es auch so, dort gibt es immer Händler. Da könnt ihr auch mal hingucken. Der hat immer mal random ganz gute Sachen. Billiger, als wenn ihr die normalerweise kauft. Aber wenn ihr diese 50er-Fraktion leveln wollt, Fische, Fleisch und so weiter, gebratenes, müsst ihr halt an diesen verschiedenen, da gibt es noch ein paar mehr, Außenposten halt abgeben. Hier gibt es noch Fine Tradings Post. Und genauso könnt ihr dort auch mit Juwelen, wenn ihr die findet, leveln. Die, da ist der nächste. Ja, dann müsst ihr die auch hier abgeben. Außer ihr habt ein Captain-Schiff. Ja, dann könnt ihr Fische auch hier an diesen Außen, an den Außenposten, an dem großen Steg hinten abgeben, aber das erkläre ich nochmal separat. Dann levelt ihr auch quasi die Fischer, aber die Juwelen zum Leveln könnt, dann müsst ihr wirklich an diese Seeposten heranfahren. So, noch ein kurzer Einschub zu dem Außenposten, weil mir ist beim Durchsehen meines Videos aufgefallen, dass ich zwei Sachen vergessen habe. Also A, sieht man hier schon mal, dass ich schon wieder auf einem anderen Außenposten gespawnt bin. Wie man sieht, ist er ein bisschen anders ansortiert, aber im Groben ist alles natürlich da, aber halt ein bisschen anders aufgebaut als zuvor. Und zwar habt ihr hier einmal am Strand unten einmal die Dame, wo ihr die aktuell neue Monkey Island Tall Tale aufvoten könnt, wo ja demnächst die zweite dazukommen muss. Hier würdet ihr spawnen, wenn ihr aktuell im Menü den Spawnpunkt Monkey Island nehmen würdet. Und hier drüben habt ihr die Tall Tales 1 bis 5 von Pirates Life, also vom Captain Jack Sparrow, die ihr halt von 1 bis 5 durchmachen könnt. Die starten hier. Und ihr habt hier vorne noch am Steg einmal diese Tafel für vergrabene Schätze. Und zwar könnt ihr selber Schätze vergraben und könnt dann quasi hier, bekommt ihr eine Karte auf Schiff und könnt die hier an das Brett anheften. Dann würdet ihr auf meine Karten gehen, aber da haben wir aktuell keine. Und könntet die hier quasi anpinnen. Und dann können andere Spieler eure Schätze ausgraben oder ihr könnt Schätze von anderen Spielern ausgraben. Erwartet aber jetzt nicht so viel, ja, weil die meisten machen das halt für die Achievements. Ja, und ihr könnt halt 5 Fahrten da annehmen und könnt gucken, okay, wie viele Schätze sind da vergraben. Und das seht ihr halt, wenn ihr die dann annehmt. Und dann könnt ihr halt da die Schätze der anderen Spieler ausbuddeln. Es gibt manchmal natürlich auch ganz coole Sachen, aber manchmal, meistens machen es die Leute halt für die Achievements. Und man findet halt 5 vergrabene Truhen, weiß ich nicht, Holztruhen, leere Truhen, was auch immer, aber denen geht es ja hauptsächlich darum, dass jemand ihre Fahrten hier holt und einerseits geht es darum, wie viele Schätze man vergraben haben muss und diese verschiedenen Farben hier an den Karten zeichnen die verschiedenen See
Abschnitte von Sea of Thieves. Wenn ihr auf eure Schiffskarte geht und ganz rauszoomt, dann seht ihr die verschiedenen Parts, zum Beispiel The Wilds, oder dann seht ihr auch The Shores of Plenty. Ja, aber ihr seht ja auch oben den Namen der Insel, aber dann wisst ihr schon mal, in welchem Abschnitt muss ich denn suchen, oder hier unten halt Devil's Roar. Und dann wisst ihr, ah, okay, Flinders Rock würdet ihr irgendwo da unten finden. Ja, das sind zwei Sachen, die mir quasi aufgefallen sind, die ich euch leider nicht gezeigt habe. So, das war's von mir einmal für Sightseeing Außenposten. Ja, wenn ihr gerne von mir die anderen Außenposten gezeigt haben wollt, wo ihr was findet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann würde ich kurz mal jeden Außenposten nochmal separat aufsuchen und euch das kurz zeigen. Ansonsten würde ich dann weitermachen mit den verschiedenen Fraktionen, kurze Short-Videos, wirklich nur kurz zu erklären, wie die funktionieren und was man bei denen so machen darf. Und danach würde ich dann mit dem Captain-Schiff weitermachen und dann wahrscheinlich PvP. Aber wie gesagt, jederzeit gerne, wenn ihr irgendwas reinschreibt, wo ihr gerne aktuell ein Video zuhaben wollt, schreibt mir es in die Kommentare, dann mache ich das gerne für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch, euer Sonico. Tschüss!